Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchrezension. Heute geht es um dieses Buch hier. Oh, das spiegelt ganz schön. Und zwar ist das Frostkuss. Das ist der erste Teil der Mythos Academy-Reihe von Jennifer S. Tepp. Und das Buch ist aus dem Piper Verlag. Das ist das Taschenbuch und kostet 9,99 Euro. Ich habe das auch schon in einer anderen Aufmachung gesehen, die mir auch sehr, sehr, sehr gut gefällt. So gut gefällt, sogar noch ein bisschen besser als die. Und das ist auch, glaube ich, so die gängige. Jedenfalls ist der erste Teil und ich glaube, es gibt sechs oder sogar noch mehr. Also fünf oder sechs gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr die Reihe schon kennt. Ja, wie gesagt, bisher ist die an mir vorbeigegangen. Ich habe euch das Buch ja schon mal in einem Neuzugang gezeigt. Und da hatte mir auch jemand unter das Video geschrieben, dass ich mich glücklich schätzen kann, dass ich diese Reihe noch nicht gelesen habe, dass ich quasi diesen Genuss noch vor mir habe. Und diejenige hatte recht, weil es hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Dieser Lesemonat war bisher für mich nämlich nicht so erfolgreich. Ich hatte ein So-la-la-Buch, dann hatte ich zwei Bücher, die ich echt dann abgebrochen habe, weil es mir gar nicht gefallen hat. Das seht ihr dann aber alles in meinem Monatsrückblick nochmal. Und dann brauchte ich unbedingt ein Buch, was mir endlich wieder mal gefällt. Und deswegen habe ich zu dem Buch gegriffen, weil ihr halt davon so positiv gesprochen habt und ich war wirklich richtig begeistert. Ich mag ja sowieso diese Geschichten, die in Internaten spielen und solche Sachen. Ist angefangen bei Harry Potter. Shadow Falls Camp ist sowas zum Beispiel und so. Also das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Und ja, das Internat quasi heißt Mythos Academy und Gwen Frost geht dorthin. Also sie ist jetzt seit 2 Monaten auf der Mythos Academy. Und dort sind halt Leute, die von Amazonen abstammen, von Walküren, von Spartanern. Und die haben natürlich irgendwie, also alle übermenschliche Kräfte haben da zu noch irgendwelche anderen magischen Fähigkeiten. Und Gwen hat die Fähigkeit, wenn sie Dinge berührt, empfindet sie Emotionen, kann Bilder sehen. Und das macht sie halt quasi so besonders, dass sie auf der Mythos Academy angenommen wird oder dass man sie quasi dahin geholt hat. Denn eigentlich hatte Gwen nicht wirklich eine Ahnung von dieser Welt. Also sie ist nicht von vornherein mit dieser Welt aufgewachsen. Es kam dann zu diesem Punkt, als ihre Magie erwachte und dann hat man sie auch auf die Mythos Academy geholt. Und jetzt ist sie dort und sie fühlt sich ziemlich verloren, weil sie eben keine Walküre, keine Amazone ist. Sie ist eine Gypsy und sie ist die einzige Gypsy auf der ganzen Akademie. Sie hat keine Freunde gefunden, weil sie halt auch nicht diese körperliche Stärke hat. Sie ist nicht so gut aussehend wie alle anderen, jedenfalls in ihrer Sichtweise. Und ja, sie hat keine Freunde gefunden, sie hat keinen Kontakt gefunden. Sie ist halt einfach nur das Gypsy-Mädchen, das keine großen Talente hat. So sehen das jedenfalls die anderen und sie selbst so ein bisschen. Und dann kommt aber irgendwie eins zum anderen. Also ja, ein Stein bringt das Ganze ins Rollen. Und am Ende findet Gwen ihre Position in dieser Welt, in dieser mythischen Welt, an die sie anfangs gar nicht geglaubt hat. Also es geht also um diese ganzen Gottheiten wie Athene, wie Loki. Und sie hat an diese ganzen Götter anfangs überhaupt gar nicht geglaubt. Also sie saß in Mythengeschichte und hat da auch nicht wirklich aufgepasst, weil es sie nicht interessiert hat, weil sie es einfach ja nicht glauben konnte. Und erst als sie wirklich Teil dieser Welt wird, beginnt sie daran zu glauben. Und ja, sie bekommt eine sehr, sehr wichtige Aufgabe dann auch in diesem ersten Teil zugeteilt. Und sie lernt die ersten Freunde kennen. Also eine wirklich gute Freundin, deren Freund. Und dann gibt es natürlich einen Jungen. Natürlich gibt es einen Jungen. Und der heißt Logan. Und der ist Spartaner. Und er birgt irgendwelche Geheimnisse in sich. Also die beiden haben ja prinzipiell schon das Problem, dass Gwen ihn nicht einfach berühren kann, weil sie sonst alle seine Geheimnisse kennt, alle seine Gedanken. Auch so unschöne Gedanken, wenn er sie zum Beispiel küssen würde und eigentlich an eine andere denkt. Deswegen schreckt sie selbstverständlich davor zurück. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass Logan als absoluter Frauenheld gilt und die Matratzen der Mädchen signiert, mit denen er im Bett war. Und ja, er bedient dieses Klischee auch. Also er verhält sich mit Absicht auch wirklich so und er verhält sich mit Absicht auch arschig gegenüber Gwendolyn. Und warum das so ist, kommt nicht so richtig raus. Man erfährt nur, dass er große Geheimnisse haben muss. Ich habe schon so ein paar Ideen. Bin gespannt, wie sich das dann so in den nächsten Teilen entwickelt. Also ich hoffe, ich komme ganz, ganz schnell an Teil 2 ran, dass ich weiterlesen kann. Weil es war wieder wirklich mal so eine Reihe, die mich gefesselt hat, die absolut Spaß gemacht hat. Was Neues war. Also ich kenne mich mit diesen ganzen Gottheiten nicht wirklich aus. Also mythische Geschichten.
waren bisher nicht so in meinem Repertoire und deswegen freue ich mich da ganz besonders drauf. Also ich kenne Loki wirklich nur aus der Avengers-Reihe und bin gespannt, was da noch so alles auf mich zukommt. Gwendolyn ist natürlich auch ein sehr, sehr toller Name. Und natürlich würde ich das Buch wieder nach meinen üblichen Bewertungskriterien benoten. Ich gebe dem Inhalt eine 2+. Es hat mir wirklich gut gefallen. Es war rund, es war wirklich richtig klasse. Aber ich möchte noch ein bisschen Luft nach oben lassen, weil wir haben ja noch ein paar Teile vor uns. Die Aufmachung, der gebe ich eine 2-, also von dieser Version. Ich finde es schon ganz schön so. Aber die anderen, die ich gesehen habe mit dem anderen Cover, die haben mir noch viel, viel besser gefallen. Aber das ist auch trotzdem irgendwie schön. Suchtfaktor bekommt ein 1-, weil ich hätte am liebsten wirklich sofort Teil 2 in die Hand genommen. Das ist immer so dieses Problem. Man hat halt Teil 1 da und möchte sich nicht gleich die ganze Reihe zulegen, weil vielleicht ist es ja schlecht. Vielleicht gefällt einem das gar nicht. Und wenn man dann aber Teil 1 gelesen hat und es so mega, mega gut war, will man unbedingt sofort Teil 2 in die Hände bekommen. Das ist immer so dieser Zwiespalt irgendwie. Romantik gebe ich auch eine 2. Es war sehr, sehr süß gemacht. Also das mit Logan ist irgendwie süß und es ist natürlich verworren und das ist ja das Schöne dran. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es gibt halt auch die quasi Liebesgeschichte von ja, Gwens zukünftiger bester Freundin. Also das ist auch sehr schön gemacht und da kommt bestimmt noch einiges hinzu. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich so die Lehrkörper entwickeln, die Charaktere. Ich habe da schon so den einen oder anderen Favoriten, aber ich bin gespannt, was die so für eine Geschichte noch haben. Dann Glaubwürdigkeit. Mein Problem, ich glaube nicht an diese Götter, Gottheiten, diese mythischen. Aber ich gebe dem Ganzen mal eine Chance und gebe Glaubwürdigkeit eine 3-. Schreib sie bekommen eine 2, hat mir wirklich sehr, 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 sehr gut gefallen. Und ich hätte mir eingebildet, von der Autorin auch schon mal irgendwie den Namen gehört zu haben. Ich weiß nicht, was sie eventuell noch geschrieben hat. Falls ihr es wisst, schreibt es mir bitte gerne wieder unten in den Kommentaren. Lesespaß eine 1. Es war wirklich von der ersten bis zur letzten Seite. Ich war dann traurig, als es vorbei war. Man hat hinten im Buch auch noch so schön so ein bisschen Additional-Kram, sag ich einfach mal. Das geht los mit dem Stundenplan von Gran Frost. Der ist wirklich schön geschrieben. Da hat man hier zum Beispiel eine jämmerliche Stunde, in der ich allein ganz hinten im Speisesaal essen darf, während alle anderen mit ihren Freunden abhängen. Super. Also wirklich richtig, richtig cool. Dann hat man hier Gwens erster Aufsatz über ausgewählte Götter und Göttinnen. Und dann reicht sie diesen, oder reicht sie nochmal einen Zusatz zu diesem Aufsatz ein. Den hat man hier auch noch abgedruckt. Und dann kann man auch noch weiter, oder hat man so einen kleinen Textauszug, wie es dann in Teil 2 weitergeht. Das habe ich allerdings nicht gelesen, weil ich dachte, es macht das Ganze dann nur noch schlimmer, wenn ich dann nicht wirklich sofort weiterlesen kann. Aber ich finde es immer schön, wenn es sowas in den Büchern gibt, wenn man sich vielleicht nicht unsicher ist und doch mal in den zweiten Teil reinlesen möchte. Aber ich habe es in dem Fall wirklich nicht gelesen. Und Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt natürlich eine 2+, weil ein Taschenbuch, das ist natürlich perfekt für mich. Alles in allem hat mir dieses Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt auf die weiteren Teile der Reihe. Ich werde die nicht alle so sofort hintereinander weglesen. Ich brauche immer mal dazwischen wieder was anderes, weil da kann ich mich auf was freuen. Und wenn ich zum Beispiel mal ein schlechtes Buch abgegriffen habe, dann weiß ich, ich greife wieder zu einem Teil von dieser Reihe, weil die richtig gut sein wird. Ich hoffe, dass es nicht dann zu den nächsten Teilen hin abschwächen wird, sondern dass einfach dieses Niveau irgendwo gehalten werden kann. Ich bin sehr gespannt. Schreibt mir bitte in den Kommentaren, falls ihr die Reihe schon gelesen habt oder zumindest angefangen habt, wie ihr sie so findet. Was ihr gerne wärt. Wärt ihr gern eine Amazone oder eine Walküre? Ich wäre auf jeden Fall nicht gern eine Gipsy. Also ich möchte nicht alles, was ich berühre, Emotionen und Bilder auffangen. Ich glaube, ich wäre gerne eine Walküre, könnte ich mir sehr, 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 sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall freue ich mich sehr auf eure Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!